Dessau-Roßlau gegen Coburg, so die Ansetzung des vorletzten Heimspiels für den DRHV in der Anhalt Arena. Nach einer durchwachsenen Saison waren es zumindest die Heimspiele, die die Fans jubeln ließen. Bisher hat die Mannschaft nur ein Spiel verloren und ein weiteres unentschieden gespielt. Mit dem HSC Coburg kam eine Mannschaft nach Dessau-Roßlau, bei der die Sviridenko 7 keine Punkte mitnehmen konnte. Insgesamt waren es in dieser Saison 9 von 14 Auswärtsspielen, bei denen der DRHV den Kürzeren zog. Und so ging es am Sonntag eben nur um Platz 4 in der Tabelle. Beide Teams trennt nur die Tordifferenz. Vor dem Spiel die traurige Nachricht. Das älteste Vereinsmitglied des DRHV ist letztes Wochenende im Alter von 98 Jahren verstorben. Mit einer Schweigeminute gedachten die 857 Zuschauer Konrad Conny Fritsche. Das Spiel begann mit einem Freiwurf für die Gäste. Johann Andersen verfehlt das Tor. Auf der Gegenseite der DRHV mit Spielmacher Armans Uschins, dem ehemaligen Kreisläufer, wieder mit dabei Prater, Schwerner und Schöne, der das erste Tor des Spiels markiert. Die Anfangsphase geprägt von vielen Fehlern auf beiden Seiten. Abtasten, ohne zu viel zu riskieren, beide Mannschaften vor der Saison noch als Aufstiegskandidaten gehandelt, bemüht die Saison nach vielen Tiefschlägen ordentlich abzuschließen. Mit laufender Spielzeit fand der DRHV besser in die Partie. Die Gäste hatten derweil bereits 2 7-Meter verworfen. Einen dritten hielt der starke Andreas Sprecher, an dem sich die Coburger die Zähne ausbissen. Anders der DRHV, der dank des starken Rückhalts immer selbstbewusster auftrat und dafür auch belohnt wurde. Beim 7:3 die erste 4-Tore-Führung für die Hausherren. Horvath, Coburgs Trainer, reagierte sofort, nahm die Auszeit. Mit der Wurfquote seiner Mannschaft konnte er nicht zufrieden sein. Doch auch nach der Ansprache der HSC ohne Glück, um es vorsichtig zu formulieren. Beim DRHV blühte Marcel Werner auf. Nach all den Diskussionen um seine Person war er Mr. 100%. All seine Versuche fanden ihr Ziel. Beim 9:3 war die Führung bereits auf 6 Tore herangewachsen. Horvath brachte Steins für Martinsen und der begann mit einem gehaltenen Strafwurf gegen Robert Lux. Doch der Wechsel im Tor wirkte sich nicht auf das Spiel nach vorne aus, wie auch beim DRHV ein überragender Andreas Sprecher zwischen den Pfosten. Dazu kam am Sonntag ein überraschend variabler Angriff der Hausherren. Nicht nur Robert Lux, der scheinbar jeden Freiwurf in ein Tor verwandelte, sondern eben auch jener Marcel Werner schien von der Gästeabwehr nicht zu stoppen. Dessau hatte bis kurz vor dem Seitenwechsel 14 Mal getroffen, Haik Karapetyan mit der Pausensirene das 8. Mal für den HSC Coburg. Mit dem Seitenwechsel startete der DRHV den Turbo. 10 Minuten spielten nur die Hausherren. Einen Gegentreffer setzte der DRHV 6 eigene Tore entgegen, 20:9. Eine Vorentscheidung war gefallen. Wer hätte das gedacht? Vor dem Spiel sprachen beide Parteien von einem Spiel auf Augenhöhe. Zwischenzeitlich sah es hier nicht einmal nach der gleichen Liga aus. Coburg versuchte noch einmal alles, stellte die Abwehr um, nahm Lux in Manndeckung, ohne Erfolg. Und so nutzte Sviridenko die Gunst der Stunde, gab auch den jungen Wilden Einsatzzeiten. Oliver Lindner und Falco Müller wurden eingewechselt, doch Chris Alisch konnte nach Verletzungspause wieder für die erste Mannschaft auflaufen. Mit dem sicheren Sieg vor Augen ließ beim DRHV zum Ende der Partie die Konzentration nach und Coburg kam zumindest zur Ergebniskosmetik. Nach 60 Minuten feierten die Hausherren einen Sieg, der so nicht zu erwarten war. 29:21 stand es auf der Anzeigentafel. Ja, erstmal so einfach war das nicht. Das, was wir uns vorgenommen haben, haben wir umgesetzt im taktischen Bereich. Taktisch waren wir sehr, sehr diszipliniert, sowohl in Abwehrverhalten als auch im Positionshandel. Und das hat also uns richtig Sicherheit gegeben. Das, was wir letzte Spiele gezeigt haben, haben wir auch heute gesehen. Eine starke Leistung von Andreas Sprecher mit überragender Robert Lux und natürlich alle anderen, die auch sehr diszipliniert mitgespielt haben. Der DRHV siegt dank eines starken Andreas Sprecher, dank überzeugender Mannschaftsleistung und bietet den Fans dann doch noch den versöhnlichen Saisonabschluss. In der kommenden Woche wird dann Platz 3 in Angriff genommen mit dem Spiel in Baunatal.